Das Jahr 2020 war sicher nicht das beste Jahr. Dennoch ist viel passiert. Los geht's! Willkommen wieder einmal bei Herz der Karten. Ich bin Robin. Ich bin David. Dachte ich mir, ich geh mal ganz schnell, ganz sneaky einfach mal in den Yu-Gi-Oh! Konami Vlog-Raum. Yo, warte doch mal. 99% der Zuschauer werden jetzt das Video verlassen. Ich muss leider... diesen Kanal erstmal zurückstellen. Nein! Er bekommt auch noch 1000 ATK und ist bis zu Ende des Gegners und Spielzugs nicht durch Effekte zerstörbar. Ja, geht's noch? Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Main Phase 3. Denn was ist denn der Mats Cup? Der Mats Cup ist ein Turnier, ähnlich wie die German Yu-Gi-Oh! League, aber ganz anders. Hey, du. Wer, ich? Wir spielen auf Duel im Bock! Eigentlich dein Ernst? Was willst du denn schon wieder hier? Wiebke! Wenn du kannst. Nicht immer nur Top-Listen machen, auch mal was anderes. Ja, wow. Yu-Gi-Oh! In your area. Es ist Zeit für ein Duell. Und ich habe hier eine sehr, 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 sehr wertvolle Karte. Moment. Bist du sicher, dass du das tun willst? Boom! 2300. Oh. Abgezogen. Das tut weh. Das nennt sich Cardcluster. Das ist im Prinzip eine neue Website rund ums Thema Yu-Gi-Oh! Apo, die echte. Maurice wird auch immer stiller. Ja, bist du? Ja, das ist wie halt auf einer YCS, wo du halt die ganze Zeit am Grinden bist. Good morning, everybody. We are here bright and early at YCS Utrecht 2020. The crowd is completely gone. I've never gone. Seen anything like this. Completely like, gone. I can't even... It should be enough. And that's game. And that's it. Ryan won. Ryan wins YCS Utrecht. Wow. Auch wenn danach es keine YCS mehr gab, gab es immer noch andere Events. Hello and welcome. This is the third anniversary of Duel Links and we're here at the Invitational. Well, it's all down to this now. Oh my God. Oh my God. Is it going to be heads? Is it going to be heads? Oh my God! I can't believe what we've just witnessed. I cannot believe this. Time Wizard for game. Yep, here is Ashida-san. He is the head of Yu-Gi-Oh! For Europe. Yeah! Giving the trophy, fantastic. Oh, Shatterspeed, I'm so pleased for him. He looks so pleased with that trophy. The window situation. Yeah, that was it, wasn't it? He was playing against Shadols, and yeah, he had to try and get out of it. And we did see him then follow up in that main phase too when he was playing against Shadol to be able to pretty much clear his opponent's board away. Let's see if Julio's got the same access this time in the main phase too from the Dragite. Yeah, Dragite, I can just send 5 of your cards straight back to your hand. Thanks for coming. Here's Block Dragon once more. That's it. Yeah, there's a handshake through the screen, and Schattenspieler wins the invitational. Schattenspieler is just the juggernaut of the remote duels. He seems unstoppable. He's undefeated in 2 events back to back. And can anyone stop this man? We'll find out soon. Bad stuff here. Schattenspieler, unfortunately, unable to out the vanities. And from here on, it's only gonna get worse, because just like we saw last game, he has seen enough. So there is a fist pump going from Schattenspieler. The king has lost his crown. Lithium advances to the final with a 2-1 score. Incredible show. The rest of the attacks are more than enough to win the game. Is there any miracle coming down from Lithium, or is Matteo gonna be crowned? He is crowned the champion, so Matteo takes down the final with a 2-0 swift victory. Congratulations to him. Für alle, die das Spielen von Yu-Gi-Oh! Vor allem mit physischen Karten ein bisschen vermissen und gerne mal wieder in nostalgischen Zeiten schwelgen möchte, ist an diesem Wochenende weltweit das Remote Duel Extravaganza. Ja, was soll ich dazu zeigen? Dazu gab es einfach keinen Livestream. Und dennoch gab es noch sehr viel anderes. Dass es in Zukunft keine Shortprints mehr geben wird. Ab Eternity Code. Am besten wäre natürlich der geflügelte Drache des Ra in Ghost Rare. Das Besondere dieses Mal an diesem Set ist die Ghost Rare. Ich finde, dass die Battle City Box das perfekte Einsteigerprodukt ist und eben gut geeignet ist für ein Spielart. Konami schafft anscheinend die Rares ab. Bisher sind diese Veränderungen nur für Mainsets angekündigt. Wir haben eine neue Rarity. Das ist die Collector's Rare. Neue Seltenheit. Das heißt, hier drinne kommen tatsächlich die Collector's Rares raus. Wir hoffen natürlich auf irgendeine Collector's Rare. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Und
ein paar nette Sachen mit dabei, was Richtung Rarities angeht. Da hat sich Konami diesmal mal gedacht, machen wir mal zum Spaß draus und ballern da zwei Karten mit Raritäten rein, mit einer, die wir kennen so, aber in ganz anderem Aufbau, weil japanisch die Karte auf einmal ist. Und die andere machen wir mal so super selten in dieser ganz speziellen Rarity. Wir haben den rotäugigen schwarzen Drachen in der Premium Gold Version. Boah, der sieht schon sick aus. Diese neuen Gold Letter Rares aussehen, ob das jetzt so ein großer Unterschied ist zur normalen Rares. Master Rule 4.1 oder Master Rule 4 Reloaded. Es ist keine neue Master Rule 5, also alle, die das denken, ist es nicht. Hey, wir machen so ein kleines Tuning in unserem aktuellen Master Rule 4 und nehmen so ein bisschen die Einschränkungen raus, die bisher existiert haben durch die Link-Monster und geben Xyz, Synchro und Fusionsmonstern einfach die Möglichkeit, alle Zonen zu benutzen, die man sowieso auf dem Spielfeld hat und müssen sie nicht daran binden, dass irgendwelche Link-Zonen freigeschaltet werden müssen. Rush-Duel funktioniert folgendermaßen. Ihr habt halt 5 Handkarten, ihr könnt alle Monster, die ihr in der Hand habt, beschwören, solange ihr wollt. Falls es ein Tributmonster ist, müsst ihr halt Monster als Tribut anbieten. Wenn ihr wieder dran seid, dann zieht ihr wieder 5 Karten nach. Was können wir denn dann noch so über Rush Duel sagen? Ja, die Karten, die sehen ein bisschen anders aus. Okay, erstmal, wahrscheinlich sollen die nicht TCG-legal sein, deswegen haben die ein komplett anderes Design. Es gibt diesen einen Zeitpunkt, wo du als Yugi-Tuber aktiv sein musst. Es gibt diesen einen Zeitpunkt, wo du als Yugi-Tuber da sein musst. Wenn die Banlist draußen ist, dann musst du vor der Kamera sein und dein Video machen. Wir haben eine neue Banlist und die hat's echt in sich, die ist krass. Orkus Hafenhorror Band. Dann haben wir Donnerdrach Koloss Band. Juhuhuhu. Oh, Engage Band. Finally, Electromite Band. Heute mein absolutes Lieblingsdeck, Spiral, was wahrscheinlich auch in diesem Format das absolut beste Deck des Formats sein wird. 2-Karten-Kombo mit einmal unsere Seelen der Magier, die neue Karte, und einmal Spiral Mission Rettung. Bitte verbannt, also bitte verbietet Lunalight Tiger, weil es ist so ekelhaft, gegen Lunalight zu spielen. Das Deck besteht nur aus Tiger, Check, Martin, Bounce, Tiger, Bounce, Tiger, Bounce. Ich dachte, deswegen gibt's heute halt ein Shadol Invoke Deck Profile. Und wir können bei dieser Liste ganz, ganz weit nach unten scrollen, weil da passiert erstmal ganz lange nämlich gar nichts. Und zwar haben wir 3 einzige Änderungen auf dieser Liste. Oh, da sind einfach nur 3 Karten zurückgekommen. Was ist das denn für eine Panelliste? Wir kriegen Faker auf 3, Nekros auf Unicorn auf 3 und Ultikana Orc auf 3. Und das war's. Ansonsten haben wir heute die Adimanzipatoren, die guten Steinbefreier. Finde ich, ist momentan wirklich ein sehr, sehr, sehr interessantes Deck. Vielleicht sogar das beste Deck des aktuellen Formats. Hier endlich, erstmal möchte ich hier bei endlich die Combo-Variante ansprechen, weil das war die erste Variante, die wir von Eldritch so gesehen haben. Da wurde noch Jet Synchron gespielt. Jetzt haben wir Full Combo. Wir gehen in Needle Fiber, können damit unseren Despot 001 holen. Aber zu Rocket FTK, und ja, Rocket FTK hat den Vorteil, es ist konstant. Numeron, das war auch ein Bestandteil dieses Jahres. Oh mein Gott, das ist, oh mein Gott! Oh mein Gott, Blood Dragon auf 0! Was? Yes! Yes! Hab ihr Fledermisch! Yeah! Den über Dragon Link, das derzeit wohl stärkste Deck in diesem Format. Dann muss man hier natürlich noch ein Deck erwähnen, was eigentlich immer so ganz knapp konkurriert hat mit Dragon Link. Natürlich sind es die Flammenedle Ritter. Ja, es geht diesmal um Dinos. Man muss halt sagen, Dinos haben sich einfach etabliert in der Meta. Hier die Dogmatica Engine ist, denke ich, allen bekannt mittlerweile. Da gibt es natürlich den guten Nadir Diener, der wahrscheinlich der Hauptgrund ist, warum überhaupt diese Dogmatica Engine so verdammt gut ist und splashable ist. Linkross verboten! Freunde, Linkross verboten! Ich hab's gesagt, Freunde! Ich hab es gesagt! Und zwar haben wir hier Virtual World, ein Deck, was jetzt online sehr, sehr gut performt hat. Mittlerweile über den göttlichen Arsenal AA Zeus Himmelsdonner, der einer der Hauptgründe ist, oder vielleicht auch der Hauptgrund ist, warum Zodiac wieder so präsent ist. Und ja, das war das Jahr 2020. Ich danke euch für die schöne Zeit und wir sehen uns dann nächstes Jahr. Ciao!